Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei DRF-Zertifikate. Wir richten unseren Blick wieder nach Stuttgart auf die Trends und Meinungen der Derivateanleger und darüber spreche ich mit Norbert Paul, er ist Derivatehändler an der Börse Stuttgart. Ja, Herr Paul, nach der Rallye des DAX im Mai ist es mittlerweile, ja, sagen wir, etwas ruhiger um den deutschen Leitindex geworden. Wohin könnte die Reise des DAX denn nun im Sommer gehen und wie steht es um den EUWAX Sentiment Index im Vergleich? Ja, schön zu sehen, dass im Mai noch viele gesagt haben, sell in May and go away, würde dieses Jahr nicht stattfinden. Jetzt mit etwas Verspätung sehen wir es dann doch. Der DAX befindet sich weiter in seiner ja sehr volatilen Korrekturphase. Ist ja eigentlich so eine richtig schöne Seitwärtsphase, eben sehr volatil. Also nach oben und unten haben wir relativ viel Platz. Und so haben wir auch, speziell wenn wir wieder Richtung EUWAX Sentiment schauen, oft gesehen, dass viele unserer Anleger zuletzt einfach nur versucht haben, die täglichen Marktbewegungen zu handeln. Das heißt, viele vor allem kurzfristig orientierte Anleger waren aktiv. Jetzt, als der DAX ja auch mal kurzfristig unter die Marke von 8.200 gefallen ist, kurzfristig sogar mal den Bereich um 8.160 ausprobiert hat, sehen wir so langsam, dass jetzt wieder etwas positiveres Sentiment in den Markt kommt. Das heißt, für viele Anleger scheinen sich so langsam eben ja auch knapp oberhalb des Ausbruchniveaus dieses ganz alten Allzeithoches, an dem der DAX ja so lange rumgeknabbert hat, da scheinen für viele jetzt sich doch wieder gute Einstiegsmöglichkeiten zu ergeben. Viele scheinen also der Meinung zu sein, es war nur eine Korrektur oder es ist vielleicht nur noch eine Korrektur und daran anschließend sollten sich aber wieder steigende Kurse ergeben. Dann schauen wir mal, wie sich die Leitindizes in anderen Ländern schlagen, zum Beispiel der S&P 500 in den USA und der Nikkei aus Japan. Ja, beides eigentlich sehr interessante Indizes, vor allem momentan aus der Sicht unserer Anleger, weil zum einen speziell S&P 500, also ein amerikanischer Leitindex, da haben wir zuletzt eigentlich ja immer gesehen, dass die amerikanischen Märkte ja immer die Rallye angeführt haben und sich auch immer so etwas dagegen gesträubt haben, so wirklich mal etwas zu fallen. Jetzt ist es dann doch passiert und wir haben einige Anleger gehabt, die diese starken Nerven auch hatten und immer wieder natürlich gesehen haben, dass der S&P erst gefallen ist, dann sofort wieder zu einer Korrekturbewegung angesetzt hat. Die sehen wir jetzt, die wurden belohnt. Der Markt ist knapp überhalb der 1600er Marke. Hier sehen wir jetzt aber auch viele, die aus ihren Puts rauskommen. Also auch hier nimmt man jetzt eher Gewinne mit, glaubt nicht mehr, dass die Korrektur noch allzu lang gehen könnte. Umso interessanter finde ich beim Nikkei. Natürlich, der hat ja richtig gut performt im letzten halben Jahr, hat jetzt auch sehr, sehr stark einen auf den Deckel bekommen, wenn man so will, ist zeitweise sogar unter die 13.000er Marke gefallen. Aber auch hier sehen wir schon eigentlich seit mehreren Tagen das Bild, dass viele Anleger dieses Niveau nutzen, um in Indexzertifikate einzusteigen. Das ist wirklich ein Trend, den man jetzt schon mehrere Tage beobachten kann. Also viele glauben auch hier, dass das jetzt eine sehr, sehr scharfe Korrektur war, durchaus zugegeben, aber dass sie durchaus möglicherweise jetzt dann zu einem Ende findet und dann der Nikkei wieder gute Chancen hat, denn die Rahmenbedingungen, also billiges Geld von der Notenbank in Japan, bleibt erhalten. Dann sprechen wir auch noch über ein, zwei Einzeltitel. Fangen wir an mit der Deutschen Post. Wie verhalten sich Ihre Anleger denn hier gerade? Kaufen Sie zu oder meiden Sie den Wert eher? Schön, dass Sie mich das so fragen. Hätten wir noch vor zwei Tagen darüber gesprochen, hätte ich gesagt, ja, die Anleger setzen einfach nur auf fallende Kurse. Jetzt muss ich sagen, sie haben auf fallende Kurse gesetzt, haben jetzt auch zum Teil natürlich Recht bekommen. Die Aktie ist unter 20 Euro gefallen. Jetzt sehen wir aber schon, dass jetzt diese bärischen Anleger, die mit Puts auf sinkende Kurse gesetzt haben, jetzt schon wieder verkaufen. Und nicht nur das, sogar schon die Position wirklich drehen in Calls. Und was steckt da dahinter? Wir haben positive Analystenkommentare bekommen, die durchaus sagen, die Aktie hätte noch durchaus Potenzial von rund 30%. Ja, und die Erklärung ist eigentlich so einfach wie aber auch einleuchtend. Die Deutsche Post profitiert natürlich davon, dass immer mehr, und das ist jetzt wirklich ja keine Neuerung, aber dass eben viele, wenn sie kaufen, egal ob es Deutschland ist oder weltweit, natürlich dann immer mehr zum Online-Shopping greifen. Ja, und auch wenn das ja natürlich sehr bequem ist für den Nutzer, das Päckchen muss immer noch geliefert werden, da profitiert die Deutsche Post. Ja, und das ist ein Thema, wo viele Anleger jetzt wieder draufspringen, weil sie sagen, die Aktie ist schon gut gelaufen, kriegt fundamental gute Unterstützung, dann könnte auch hier noch etwas nach oben gehen. Dann noch ein Wort zu Rhön Klinikum. Wie verhält man sich denn bei diesem Wert in Stuttgart gerade?
Ja, das ist sehr, sehr spannend. Rhön, da scheint mir vor allem wirklich eher so die spekulative Komponente unserer Anleger momentan im Vordergrund zu stehen. Hintergrund ist, am 12.06. ist die Hauptversammlung. Ja, und im vergangenen Jahr, man sieht es ja auch teilweise noch etwas im Chart eingeblendet, hatte man ja versucht, Rhön-Kliniken zu übernehmen, unter anderem Fresenius war ja interessiert. Der Punkt war, letzten Endes ist es gescheitert, weil es ja so eine Art Sperrgrenze gibt bei 90%. 90% müssen zustimmen, das ist eine sehr hohe Hürde und man will jetzt versuchen, diese Hürde auf der Hauptversammlung in Angriff zu nehmen. So war jetzt im Vorfeld zu lesen. Was daraus wird, ob das klappen kann, das wird natürlich dann erst die Hauptversammlung letzten Endes zeigen. Aber wir sehen jetzt eben im Vorfeld viele Derivateanleger, die jetzt hier auf steigende Kurse setzen, weil sie die Hoffnung haben, dass vielleicht diese Grenze herabgesetzt wird auf die ansonsten üblichen 75%. Ja, und dass dann möglicherweise wieder Fantasie in den Wert kommt, weil dann vielleicht die ein oder anderen, die mit der Übernahme im vergangenen Jahr gescheitert sind, vielleicht dann wieder anklopfen können. Zuletzt greifen wir uns wieder mal einen Rohstoff raus. Schauen wir heute mal eher auf die zweite Reihe. Wie entwickelt sich denn aktuell der Aluminiumpreis? Ja, das ist wirklich mal ein Basiswert, den wir auch nicht so oft auf wirklich den Umsatzlisten hier an der Börse Stuttgart haben. Umso spannender finde ich, dass ihn die Anleger gerade entdeckt haben. Man muss an dieser Stelle allerdings sagen, es sind wohl vor allem kurzfristige und charttechnisch orientierte Anleger, die jetzt hier wieder auf Knockout-Calls auf Aluminium setzen. Und ich finde, man sieht es auch schön im Chart eingeblendet, so im Bereich um 1800 Dollar. Da sieht man so eine richtig schöne Unterstützungszone und die wurde jetzt mehrmals von Analysten auch genannt als mögliche Chance, dass es hier dann eben wieder einen kurzen Aufwärtstrend geben könnte, dass von dieser Unterstützungslinie ein Pullback nach oben wieder starten könnte. Ja, und das scheint hier der Grund zu sein, warum die Anleger momentan jetzt auf Aluminium setzen. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Norbert Paul, für Ihre Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung. Wenn Sie Lust haben, können sich diese Ausgabe von DRF-Zertifikate natürlich nochmals im Internet anschauen. Die Adresse hierfür drf.fm. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, auf Wiedersehen.